Na gut, dann schauen wir uns den alten Leuchtturm, wenn das denn ein Leuchtturm war, aber es ist naheliegend, wenn er so am Strand steht. Schauen wir uns den mal genauer an. Also, oh nein, 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 nicht da runterrutschen zu diesen Feuerhexen. So, also oben hatten wir letztes Mal schon geguckt und unten sind uns ein paar Skelette entgegengekommen. Aber da hatten wir noch nicht die gute Rüstung und wir hatten dieses tolle Schwert noch nicht. Also schauen wir einfach mal ganz vorsichtig, Schritt für Schritt. Und hoffen, dass wir nicht gleich wieder überrannt werden. Da ist eins. Eins ist gut. Eins ist machbar. Eins ist absolut kein Problem. Schön, schön. Hoffen wir mal, dass die in Einsergrüppchen bleiben. Na gut, den ersten Raum hätten wir schon mal gesichert. Und einen kleinen zweiten. Hier waren noch viel mehr gewesen. Hier ist auch nichts. Oh, 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 oh. Hat sich garstig im Schatten versteckt. Geht's lang, da geht's lang. Sollten wir erstmal einen kleinen Happen essen und da noch eine Fackel zücken. Nicht, dass wir wieder irgendwo in den Hinterhalt geraten. So, njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Und wo sind unsere Fackeln? Hoffentlich haben wir überhaupt genug. Ja, passt doch. So, gucken wir erstmal da lang. Da ist eine Sackgasse. Na gut. Dann halt hier lang. Ohne Kiste. Erstmal sollten wir aber die Umgebung sichern. Nicht, dass wir da über der Kiste gebeugt stehen und plötzlich ein Skelett uns von hinten erschlägt. So, hier. Oh, wo kommst du denn her? Irgendwie übersehen wir die immer. Na gut, es ist ziemlich düster hier, aber. Oder ist das von da unten gekommen? Wir hören Geklapper. Wir sollten erstmal da unten nachschauen und dann wieder zurück zur Kiste. Ja, hohoho. Okay. Zwei Stücke, das da hinten. Oh, hat uns gesehen. Das scheint auch ein bisschen zäheres Skelett zu sein als die anderen. Kommt gleich noch eins. Nee, nee, kommt erstmal hier hoch. Dann können wir euch schön nacheinander umbringen. Die scheinen wohl das Gebiet da bewachen zu müssen. Okay, rauf da. Und ich. Oh, oh, da ist noch eins. Oh, weg, 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 weg. Du musst nicht umzingeln lassen von den Biestern. So, jetzt dich. Das war ein bisschen zu knapp, das Ganze. Uffala. Aber wir hören nichts mehr klappern. Erst ein bisschen Abstand zu dem Bereich nehmen. Dann setzen wir uns auf das Fass und essen noch ein paar Brocken Fleisch. Also ja, inzwischen ist der Leuchtturm hier machbar für uns. Aber doch schon eine Herausforderung. Denn die Skelette können ganz schön gut zuhauen. Zumal diese etwas gepanzerten. Das scheinen etwas mächtiger beschworene Skelette zu sein. Die sind auf jeden Fall gefährlich. Und wenn wir von denen überrumpelt werden und umringt, dann haben wir wirklich ein Problem. Also ja, nicht nachlässig werden, immer schön umschauen und versuchen, die in möglichst kleinen Gruppen zu erwischen. Das nächste Problem, was wir haben werden, ist dann der Nekromant, wenn denn hier einer ist. Weil wenn wir mit den Skeletten schon so einigermaßen nur klarkommen, dann werden bei dem Nekromant bestimmt ganz viele Skelette sein und er selbst wird auch sehr mächtig sein. Aber das nehmen wir alles, wie es kommt. Im Notfall nehmen wir einfach die Beine in die Hand und schauen uns anderswo um. Oh.
mehrere Gänge. Das ist nicht gut. Dann gehen wir in den einen rein und werden aus dem anderen dann abgeschnitten. Lassen wir die Fackel mal hier und gehen immer rechts an der Wand lang. Ne, brauchen wir eine neue Fackel. Und die andere lassen wir da, damit wir wissen, dass es da zurückgeht. Also. Erster rechter Tunnel, erster rechter Gang und oh, noch eine Verzweigung. Und das Skelett. Zwei Skelette. Schönen Schritt zurück. Oh. Das ist gar nicht gut. Weg, 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 weg. Und wir wissen nicht, wo es lang geht. Ah, Sackgasse. Nein. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank sind sie nicht so flink. Wo ist unsere Fackel? Wo ist unsere Fackel? Da ist unsere Fackel. Raus, 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 lauf. So, und wenn wir die Treppe hoch sind und aus dem Raum raus, dann können wir kurz verschnaufen und ganz schnell einen Heiltrank trinken. So, Heiltrank, wo bist du? Da. Und Schluck. Und gleich noch ein Schluck. Und noch ein. Und noch ein hinterher. Huffala, das hätte nicht passieren sollen. Das waren nur zwei Skelette und die haben uns richtig leicht niedergemäht. Ah. Oh, die Amulette sind gar nicht angelegt. Wie kommt denn das? Na gut. Wieder Fackel in die Hand und versuchen wir mal eins davon vielleicht auf dem Rückweg wieder abzufangen. Weil die scheinen ja wirklich immer nur ihren Posten zu bewachen. Hören wir was klappern? Nee, gut, weiter. So, oh, da ist eins. Genau du. Komm her. Und lass deinen Freund schön da hinten. So weit, so gut. Und das war schon angeschlagen. Wo ist das andere hin? Gucken wir uns erstmal nach dem um, bevor wir uns hier weiter die Gänge zu Gemüte führen. Also hier sind wir vorhin lang, immer rechts an der Wand lang. Und wo ist das zweite? Da ist das zweite Skelett. Ja, genau du. Ja, wenn wir sie überrumpeln, dann ist es kein Problem. Aber andersrum kann das schnell ins Auge gehen. Gut, also da ist eine Sackgasse. Ja, nichts drin, nichts zu holen. Hier ist noch eine Sackgasse. Okay, vielleicht wird es doch nicht zu verworren hier unten. Also, wir sind. Da oben ist die erste Abzweigung gewesen. Nee. Hier ist die erste Abzweigung gewesen. Das heißt, die rechte Abzweigung führt nur in Sackgassen. Ja, anscheinend. Gut. Also gehen wir von oben die linke Abzweigung lang. Nämlich hier. Bewegt sich da was? Also hier sind schon mal Tränke, die nehmen wir gleich mal mit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da was im Schatten bewegt hat. Ah, selbst mit Fackel ist ein bisschen duster. Oh, ja, da ist was. Komm schon, du. Ah. Pariert jeden unserer Schläge. Ah, einen guten Treffer können wir jetzt landen und das war's. Ja, dafür, dass es beschworene Untote sind, können die sehr gut mit dem Schwert umgehen. So, wo sind wir jetzt? Abgestandenes Bier kommt mit. Und ich habe das Gefühl, dass der Gang wieder nach oben führt. Schauen wir mal kurz. Ja, hier ist die Abzweigung, wo es dunkel war. Gut. Also ist die linke Abzweigung da keine wirkliche Abzweigung, denn sie führt auf den Weg hier zurück. Oh, wenn das so weitergeht, müssen wir uns doch noch eine kleine Karte hier anfertigen.
Was ist hier? Hier ist wieder nichts. Naja, aber dafür sind es wenigstens schön viele Sackgassen. Das kann man sich dann einigermaßen merken. So, das heißt, es geht nur hier weiter. Und da scheint ein größerer Raum zu sein. Hier ist auch eine Sackgasse. Okay. Na gut, dann bleibt wirklich nur der eine größere Raum hier. Sieht so aus wie ein Durchbruch in irgendein Gemäuer. Und da sehen wir schon zwei Skelette. Irgendein Grab auf dem Boden. Noch ein Skelett. Oh, das wird übel enden. Und rauslocken werden wir Einzelne wahrscheinlich auch nicht können. Da kommen immer gleich alle. Aber mit etwas Glück können wir ein, zwei töten und dann abhauen. Also nicht umringen lassen, nicht umringen lassen. Boah, sind das viele. Ja, einer tot, weg. Gehen wir weiter hoch bis zur ersten Abzweigung. Drehen uns um und versuchen noch einen umzubringen. Und dann haben wir schon gut was geschafft. Ja, die anderen kommen nicht, das ist sehr gut. Doch, da ist noch eins. Zwei. Zwei sind okay. Zwei sind machbar. So, ha, es lief echt gut. Dann wollen wir den Hals nicht voll kriegen und den da auch noch probieren. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Gut, 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 gut. Das waren jetzt vier oder fünf Skelette. Schöne Sache. Dann essen wir noch eine Kleinigkeit, vielleicht noch einen Heiltrank obendrauf. So. Und dann gucken wir, was in dem Raum noch so steht. Und ob hier noch irgendwo unterwegs ein Skelett stehen geblieben ist. Nee, sieht nicht so aus. Ah, doch, da. Aber das ist nur ein einfaches, nicht so ein gepanzertes. Ah, aber blockiert trotzdem schön viele von unseren Schlägen. Fast alle von unseren Schlägen. Komm schon, stirb. Mann, Mann, Mann. So, Licht kann nie schaden. Noch mehr Fleisch hinterher. Na, wenn wir hiermit fertig sind, haben wir keine Fleischreserven mehr. Wahrscheinlich auch keine Heiltränke. So, gucken wir mal in diesen Raum hier rein. Ah, ganz viele düstere Ecken, wo noch was drin sein kann. An Untoten. Aber uns greift nichts an, das ist schon mal gut. Da schwebt irgendwas. Was ist denn das? Da probieren wir doch mal einen unserer Zauber aus. Nehmen wir. Was haben wir denn alles? Wir haben einen Feuerball, einen Feuerpfeil, eine Heilung, ein Eisblock. Eisblock klingt doch interessant. So, und drauf da. Bevor der wieder auftaucht. Oh, wie schnell den. Ah! Ja, wir könnten schnell diesen komischen fliegenden Magier da umbringen. Aber die Skelette sind jetzt doch ein bisschen viel. Also raus hier. Links, rechts, links, rechts, rechts. Und links und... Da vorne bleiben wir mal stehen und gucken. Hülalü, das war also der Nekromant. Hat ja gleich vier Skelette beschworen. Garstiges Biest. Gut, dass wir den Zauber hatten. So, Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Ah, wo kommt ihr denn her? Mann, Mann, Mann. Ah! Das scheinen auch besondere Skelette zu sein. Die anderen sind uns ja nie so gefolgt. So, dich auch noch. Oh, das war...
war es jetzt aber hoffentlich. Wie viele Skelette haben wir jetzt schon insgesamt umgebracht? Ein Dutzend? Zwei?